Dann hoffe ich natürlich, dass wir heute noch ein bisschen den Spaß haben. So, die Alerts natürlich. Habt ihr auch nochmal durchgegangen. Und zwar, ich wusste auch, warum man die nicht hören könnte. Oder ich zum Beispiel nicht hören. Ich sehe jetzt zwar über meinem OBS den Ausschlag, aber ha, das ist derselbe Fehler, den ich immer schon mache. Also, wenn du sie dir nicht auf die Ohren legen kannst, dann kannst du auch nichts hören, ne? Also, wie gesagt, yippie-yay. So, dann schauen wir mal. Ein Grund des Geschehens. Da wollen wir rein. Ich glaube, da haben wir aufgehört. Genau. Genau. So sieht es nämlich auch aus. Ja. Aber ich denke, da waren gestern dann schon ein paar schöne Stellen dabei gewesen, die mich da richtig schön. Ist. Oh, schauen wir mal kurz. Vielleicht finden wir mal was Schönes. Stimmt. Jetzt weiß ich auch, warum. Wo ich stehen geblieben bin. Halt, ich will alles sehen. Genau. Muss gerade mal gucken. Gib mal gerade mal einen Moment. Genau. So, einfach mal ein bisschen was Peppigeres heute, ne? Schön. Ja. Dann gucke ich mal, ob das Ganze da so auch wirklich dem entspricht. Genau, also. Ja. Dann haben wir noch die Datei zu laden. Ja, schlecht vorbereitet, aber so ist es halt, wenn man ein bisschen an seine Projekte arbeiten will. So. Genau, also du weg. Bleibst aber das hintere weg. Genau. Die Quaderballen, genau. Jetzt werden wir erstmal heute erstmal gucken, dass wir das Feld hier weiter voranbekommen. Das heißt natürlich auch, dass wir die Spur machen, noch einmal Grasballen pressen. Und im nächsten Schritt dann auch, wie gesagt, die Heu. Also ich weiß nicht, hier viel braucht man ja Handy mehr. 8, 9, 4 Stück brauchen wir noch. Also umso besser. Dann hocken wir uns am besten direkt mal rein. Starten den Klump. So, geht besser. So. Genau, haben wir denn sonst noch was? Sonst eigentlich nichts, was ich großartig. Spurenhilde. So. Das war da, der. Da ist er, den wir brauchen. Genau. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Start in den Samstag. Also meiner war ja. Hey, ich wollte zuerst um 8 aufstehen, aber naja. Aus 8 wurde dann 12:30. Die End von der Geschichte, ob was glaubt oder nicht, ne? Man hat sich dann einfach hingelegt und weitergepennt. Naja. So ist es halt. So, dann wollen wir mal. Das Gerät ist nämlich ein bisschen breiter als das Mähwerk. Das war nämlich auch einer meiner Kriterien, um überhaupt mal ein bisschen an der Sache dann noch die Maschinchen da. Um das Maschinchen da überhaupt noch zu holen. So. So, dann einmal die Ant. 6. So.
Meine ich das nur oder ist es gerade so ein bisschen krakelig? Springen. Oh. Doch ein bisschen krakelig aus, ha? Obwohl ich da noch ein bisschen was umgestellt habe. Das passt ja. So, ja, was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Fängt es wieder so an, wie es aufgehört hat. Einfach die Spur jetzt mal machen, ja. Ja, ihr seht's. Ups. Klar. Ohne die Antriebsachse kann natürlich nichts gehen. Und gib ihm. Ich glaube, wenn wir nur vier Ballen brauchen, brauchen wir eigentlich nur zwei Bahnen quasi zu eine Schwadnei zu legen. Das passt ja auch schon. Ja, also wie gesagt, morgen dann das kleine. Für die Leute, die halt gerne morgen mitmachen möchten, ist halt so ein kleines Winter-Event dabei, ne? Also da könnt ihr euch schon mal ein bisschen was machen, da kann jeder mitmachen. Und ja, quasi freue ich mich auch mal das Ganze mal ein bisschen wieder am Start zu haben. So, genau. Fahren wir einmal durch den Busch, wie es sein muss. Auch mit der Arbeit momentan hier echt zufrieden, kann man nichts sagen. So, aber. Den muss ich natürlich mal was geben. Genau. Das ist nämlich so ein kleiner Bot, den ich nämlich dabei haben muss. Da kann nämlich immer ja ein bisschen meine Hypes nämlich da entführen. So, also, klappen wir dich nochmal schnell zusammen. Tempomat mal raus. Dann lassen wir nämlich kurz hier stehen. Mal schnell mal die Presse. Bevor ich nämlich da wieder großartig was machen muss. Presse steht ein. So. Weil mit der letzten Ladung hätte man nämlich unsere drei Grasballen nämlich voll.
Jawohl, genau. Fahr voll drauf, Junge. Wir setzen 6 aus Zeug. Eieieiei. Oh, Mann. Fängt schon gut an. Really. Eieiei. Naja. Na dann, rein mit dem Ganzen. Also wenn wir später uns dann noch ein größeres Feld holen, dann passt das ja. Aber heute wirklich mal das Gras weitermachen. Ich glaube nämlich 3 Tage oder 2 Tage später dürfte nämlich dann auch unsere Sonnenblume fertig sein. Dann hoffe ich nämlich, dass da. Weil da muss man nämlich in Cosplay dann nochmal den Mähdrescher reinladen oder rein dementsprechend arbeiten lassen. Ich brauche da nämlich nur den Praktikant da, die Hänger hinzustellen. Eins, zwei, drei. Ah, einer fehlt noch. Machen wir die Reihe noch voll, dann passt das ja. Ja, ist auch egal. Ist einer. Ob sich dann einer auch noch beim Heu drüber mischt, ist ja auch egal. Jo. Ja, für heute Abend, also gegen. Ich hoffe mal gegen 18 Uhr. Also eigentlich gegen 20 Uhr, aber auch gern jetzt ein bisschen früher. Hat, wenn jemand ein bisschen Lust hat, mit Conan zu zocken, Survival Game. Geht aber leider nur ab 18. Wie gesagt, deswegen wird auch dort entsprechend der Stream auch ein bisschen verändert. Wer da gerne auch Lust hat mitzumachen, Ausrufezeichen Discord, könnt ihr gerne auch bei mir in die Community beitreten und einfach mal die Hand einfach heben. Wer damit machen möchte, wird mich freuen. Wird dann quasi bei mir auf dem Server dann quasi drauf kommen. So. Oh, haben wir sogar mehr. Okay, dann haben wir nämlich der Punkt auch erledigt. Wunderbar. Aber schauen wir mal. So, dann machen wir noch schnell den Ladewagen. Dann brauche ich nämlich nochmal Frontgewicht. Dann schauen wir mal. Hier ist da gar ein bisschen weiterführend ist. Gucken, wo ich mein Gewicht hingepackt habe. Vorne auf der Kreuzung war es nicht. Schau hingesetzt. Ach, da ist es doch. Ist es, ja, toll. Genau. Hauptsache in einem Busch platziert. Hab ich gut gemacht, ey. Setz dir doch selbst wieder ein Ei. Marcel, moin. Schön, dass du da bist. Willkommen. Na? Moin, Sub-Unternehmer. Was geht ab bei dir? Bisschen Lust zu schnacken? Jo, dann einmal auf dem Discord, dann kannst du ja mit reinkommen. So, dann guck ich mal.
Oh. Guten Morgen. Guten Morgen. Na? Na? Morgen. Morgen. Na, alles fit? Ja, und selbst? Ja, muss. War gerade live mit des Quali in Mexiko. Ja, das ist klar. Oh, Mexiko. Ja, du kennst ja bekannten Spruch. Ja. Fingerbo, Mexiko, schneller bist du sowieso. Eine hat mir geschrieben, ne? Ja. Auf Englisch. Stop blocking back every 2 seconds is nervous. Ja, was das heißt. Sagen Ja, ich habe immer neben dem Stream immer noch schnell so einen Universalübersetzer. Ach, Universalübersetzer, den Übersetzer von Google dran. Da ich einfach wir. nur schnell mal kurz reinspringen kann, wenn er zum Schreiben halt. Aber da muss ich halt erstmal sitzen bleiben. Jo. Da hüpft er ja, der Gute. Naja. Und bei dir alles soweit, alles gut. Ja. Ich habe mich nur gewundert, warum gestern bei mir im Twitch VOD-Spur Musik drin war. Obwohl ich das alles ein bisschen anders da, also wie immer, eingestellt habe. Und zwar. Ja, Fehler habe ich gefunden. Jetzt klappt's auch, aber jetzt darf ich mich noch mit meinem Stream Deck beschäftigen, dass ich die Tasten besser belegen kann hier. So. Jetzt hoffen, dass es ein bisschen besser ist. Ja, also schau. Ja, und was heute Abend noch ein bisschen Conan zocken, aber ja. Oh Gott. Auch bindet das nicht in Deutsch zum Satz. Ja, aber alles andere ist alles soweit schon okay. Am Montag, das Vorstellungsgespräch, haben sie jetzt auf dem Ding geändert, auf dem 7., also quasi mittwochs. 13 Uhr sogar, das passt für mich sogar noch besser. Obwohl ich eigentlich, weil gestern habe ich ja meinen neuen Kühlschrank geliefert bekommen und der wollte eigentlich, dass das Gespräch quasi gestern stattfindet, sollte um 13:30 Uhr. Habe ich gesagt, oh, ich weiß halt nicht, wie das halt ist. Er hat halt gefragt, ob noch halt Interesse besteht. Habe ich gesagt, auf jeden Fall. Weil, ganz ehrlich, dieses Scheißamt, das kotzt mich, also. Ich habe schon gestern drauf gelegt, aber es sagt, dass das ist ein. So ein Kauderwelsch bei denen da drin, ey. Also. Schlimm, 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 kann ich nur sagen. Aber ich will heute echt nicht die Luft damit verpesten. Dafür habe ich eine zu gute Laune. Aber hast du dir gestern das Feldbinder-DLC geholt für die ETS? Nee, noch nicht. Ja, 4 Euro halt, ne? Alter, das Schild wird auch immer teurer. Ja, ich weiß, also, ich weiß gar nicht. Das, was du da halt bekommst. Also, diese Doppeltrailer, wenn wir da jetzt da drin sind, die gefallen mir. Also, gut, ist halt. Ich habe bis jetzt noch keiner gesehen bei uns in Deutschland, der mit einem Doppeltrailer da fährt, weißt du? So wie die Gigaliner aussehen, bloß halt diese mit Feldbinder, diese Doppelachsen da. Doppeltrailer. Ist das gut? Weiß ich nicht. Damit will ich mich halt mal beschäftigen, also. So, yep, da muss man rein. Ey, irgendwann setze ich davor einfach irgendein Fahrzeug. Und wenn die Schlange bis hinter einmal um das ganze Feld geht, das ist mir sowas von egal. Jedes Mal knallen die mir da rein, ey. Ich muss halt warte jetzt, ne? Ach. So. Oder wäre es halt noch arroganter, würde ich sagen, ich setze einfach einen Felsbrocken hin, gut ist. Meine Straße. Meins. Na egal. So, dann setzen wir das Ganze einmal dahin. Stark einlenken. So. Genau, drei Stück. Das langt auf jeden Fall.
Stop looking. Ja. Ja, den Hintergrund musst du ausmachen. Ich höre das. Das hat man auch im Stream. Ja, alles gut. Ja. Ich suche gerade im Internet nach dem Kommentar, was sie geschrieben habt, ne? Das sagt man auf Deutsch, das auf Englisch an. Und trotzdem auf. Und übersetzt trotzdem auf Englisch. Ja, muss halt aufpassen, wie du das halt machst. Du musst es in Deutsch, in Englisch musst du es einfügen und auf Deutschland quasi übersetzen. Ah, achso. Danke. Kein Ding. Deswegen mache ich das ja alles über Google. Und wenn ich dann halt jemand Englischsprachiges halt im Chat halt drin habe, tue ich damit halt ein bisschen kommunizieren. So mache ich es halt. Aber dafür geht halt das Spiel, bleibt das Spiel dann dementsprechend aus, weil ich dann mich da auch gerne dann auch unterhalte. Ich meine, würde ich jetzt einen Moderator da haben, oder wenn Manu dabei wäre, der das sich noch ein bisschen drum kümmern würde, hätte ich auch kein Problem mit. Ja, quasi im Chat dabei zu sein, hier im Discord, wäre das halt kein Problem. So, dann let's go, da wollen wir uns hier mal ein bisschen Gas geben. Mal heute noch die Runde machen. Ich habe nämlich einen schönen, also bis 18 Uhr noch ein schönes Programm eigentlich vor mir. Wer ist das? Ich will nach dem Gras mit eigentlich nochmal ein bisschen OMSI 2 fahren, weil ich habe gestern frühzeitig den PC eigentlich runtergefahren. Weil ich seit 5 Uhr quasi oben war und ich war halt schon ein bisschen platt. Und ich weiß halt nicht, wie lange heute der Stream gehen wird, weil das halte ich mir halt alles offen. Auch wenn ich sage, oh ja, die regelmäßige Zeiten, 10.30 Uhr und so weiter. Oder Montag gibt es einen 10-Stunden-Stream, den ich dann meistens immer mache. Ist halt immer so. Entweder gehst du an die Sache, an den Stream richtig gut rein, dass du sagst, Druck, weil du halt viel machen willst, ja. Ist ja auch so, weil ich auch viel im Petto hab, ne. Auf der einen Seite ist halt so, ja, ich meine, du kannst zwar, aber geht halt nicht, ne? Also mach halt ein bisschen chilliger, vor allem wenn du dich halt am Unterhalten bist. So, na, kommst her. So. Ja, und jetzt kommt zum ersten Mal das gebrauchte Gerät. Der Wender. Der Wender zum Einsatz. Mal eine Frage wegen des DLC vom Balken DLC. Der Feldbinder. Dann ist der Feldbinder, den Anker DLC von der Map. Was da mal war. Das Platin? Platin Edition? Weiß ich nicht. Also von welchem, reden wir jetzt vom LS oder von welchem Spiel reden wir? Von ETS, da gab es doch so. Was ist das jetzt? Iberia, die Kartenerweiterung. Ja, die ist automatisch aktualisiert, oder? Wenn SCS was macht, dann tun sie, aktualisieren sie das auch automatisch. Oh, scheiße. Jetzt habe ich aber wieder was gemacht, ey. So, ach du liebe Güte. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Außenansicht zu fahren. Ja, das wird nichts gern. Boah, Freunde, ich glaube, das habe ich jetzt echt noch nicht. Das habe ich jetzt nicht erlebt. So. Aber ein Vorteil hat's ja. Ob ihr moin! Alles klar bei dir. Lange nicht mehr gesehen. Moin, moin. Was macht denn Skull and Bones? Habe ich was verpasst? Oder ist man da draußen? Ich hoffe.
Ah, okay, dann kann reichen wir uns die Hände. Ich muss gerade an Obelix denken, wenn er von den Briten. Reichen wir uns die Hände. Aber er hat doch gesagt, er wollte doch die Hände, die Hand, dass wir uns die Hände reichen. Ah, leck mich in den Tisch, ey. Er fängt halt schon gut an, ne? Also. Lass uns schütteln die Hände. Oh ja. Auf jeden Fall. Ja. So. Runter. Und gib Gas. Alter, aber ganz ehrlich, selbst weißt du, wie der Wender da hinten aussieht? Als würdest du gerade so richtig, richtig ein Dünnschiss daraus umwälzen da, ey. Lassen uns wälzen, den Dünnschiss. Voll rein da. Naja. Aber hey, Prost. Ja, Opja, hast du heute Abend Lust, eine Runde mit Con zu zocken? Kumpel will mitmachen, aber ich hätte schon Bock, dass mal ein bisschen da ein paar mehr Leute auf den Server kommen. Also, ja, ab 18 Uhr oder so. Monster Kill. Gerade. Hä? Royal gewinnen erhalten. Ja, das ist vom Stream-Avatar Battle Royale, aber das habe ich mal auch noch was anderes überlegt zu benutzen. Ah, okay. Lass mich raten, musst du wieder arbeiten. Nee. Alles klar. So. Oder muss ich nicht los, ne? Ach, das sagst du gerade, ja, das sagst du was. Vertrau niemals, vertrau niemals dem Amt oder dem Arbeitsamt, egal was du da machst. Weil die Hocke dich auf den Trockener. Egal was du zu denen da sagst. Ist wirklich Jetzt so. auch mal auf Trockenen, ne? Die Ämter, die machen so, was sie wollen, ne? Die Ämter. Naja, wenn es am Vorstellungsgespräch jetzt am Mittwoch klappt und ich kann dann direkt am nächsten Tag anfangen, dann ist es mir egal. Dann kriege ich 80 Stunden im Monat, sogar ein bisschen mehr. Das heißt, theoretisch mit dem Ganzen, was ich jetzt da geplant habe oder ausgerechnet habe, sind es 220 Euro, die ich dann bekomme oder übrig habe. Das ist auch das, was ich wollte. Ich habe dann keinen Stress, ja. Es tut mir gut, ich habe meine Stunden soll erfüllen, klar, kann ich gerne länger machen, aber ich habe dann einfach auch wenigstens dann meine Ruhe. Ist halt, wenn du halt nicht gescheit überlegt hast oder nicht einen gescheit dir einen Plan gemacht hast, wie ich, es ist halt, wenn man halt ein Spätzünder ist, ne? Du nicht auf die richtigen Sachen achtest, was du dir brauchst, was du willst, ne? Und jetzt halt so ein Ausgleich, teilweise streamen, teilweise jetzt hier weitermachen, weißt du? Die 80 Stunden, das ist ein guter Deal eigentlich. 14 Euro die Stunde brutto, also. Und gerade vor Weihnachten jetzt kann. Naja, eigentlich hatte ich gehofft, dass es heute. Ja, den Monat eigentlich schon anfangen gewollt, weißt du? Dann wäre das alles kein Problem gewesen. Aber ja, so ist es halt. So, ja, aber lass uns heute mal weniger von der Arbeit reden, weil ich weiß, dass ich vom Arbeitsamt dafür, die schulden mir sowieso noch Geld. Und wenn wir Geld schulden, dann kann ich auch vor Gericht gehen. Mit ihrer läppischen Ausrede, die sie da manchmal haben. So. Aber so ist es halt. Gut, also ran an den Speck. Aber vor allem habe ich noch für dich noch eine kleine Neuigkeit, wenn du da mitmachen willst. Marcel. Gut, was sagt, du weißt das Datum, weil es der Tag das ist. was? Datum? Ja,
Ich brauche einfach, ich brauche dich einfach nur für eine, Mitte da vorne, ja. Ach, ist nur ein bisschen. Ja, hör doch auf zu hupen, du blöder Guckel da, ey. Ich hab Vorfahrt. Ich hätte einfach gerammt kurz. Ja, und wie ich böse bin. Böse bin ich gerne. Ausgezeichnet. Nein. Nee, pass auf, weil ich werd, in den nächsten Wochen habe ich den Skin für den MAN und für den Iveco fertig. Weil dann werde ich unseren, also den normalen Standard-Trailer, Profiliner, werde ich nach hinten verschieben zum Skinnen. Aber ich werde, nein. Hallo an den Chat, ich bin auch noch da. Ich bin Marcel aus Mannheim. Guten Tag. Ja. Nee, das mit dem Projekt meine ich gerade mit dem Marcel. Oh, hört von mich. Aber wenn du auch böse bist, ich meine, okay. Ach, ist er wirklich so leise? Mach mal lauter. Nein, nicht lauter machen. Ich mach dich schon lauter. Jetzt kannst du nochmal reden. Hallo, hallo. Es dürfte besser zu verstehen sein, oder? Ich schließe das Mikro woanders an. Kann sein, dass ich das Mikro woanders hingeballert hab. Ja, aber... Ah, okay. Ja, das Problem ist, ich hab dich hier, normalerweise habe ich den Chat und den, ja, genau. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe Discord und, alles auf 100, aber ich tue ja das mit dem Chat hier quasi über den GoXL Mini steuern, dass da die, dass es ein bisschen ausgeglichener ist, weil, ja, das ist nicht so übersteuert. Nee, aber ich hätte, Marcel, nochmal zurück zu dem Thema, die Dispo würde ich dann quasi ein paar Aufträge über die Truckers Book geben, und zwar, dass dann über WOT von München speziell ein paar Aufträge quasi herrscht, dass, ob das da funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Muss ich dann die dann downloaden oder muss ich mir... Die Skins, die Skins, die schicke ich dir dann zu. Okay. Deswegen, ja, schauen wir einfach mal. So. Wann hast du das geplant? Also wie gesagt, nächste Woche werde ich mich erstmal an die Skins dran setzen. Weil, ich muss ja die ganzen Sachen erstmal, gucken, dass ich die Mods auch in den ETS 2 geladen bekomme. So, wie gesagt, ich könnte am 16. könnte ich das machen. Ja, das ist auch kein Problem. Weil da habe ich nämlich Urlaub. Und das ist schön. Ja, das Schöne ist, wenn das auch mit dem Job da klappt, dann gehe ich viermal die Woche arbeiten, 6 bis 14 Uhr, und danach kann ich halt wieder skinnen, etc. Dann ist es halt nur vormittags, wo ich es halt schaffen muss. Chaka, vormittags ist die beste Zeit. Und wenn es dann alles klappt, dann kann ich sogar abends noch ein paar oder Nachmittag halt ein bisschen noch was rein investieren. Ah, danke, du musst gerade erinnerst, gerade. Ich wollte dir noch anschreiben. Da wollen wir mir auch noch die Skin fertig machen. Ah, okay. Toll. Ja, weil ich will, also... Viel vor. Heute will ich einfach nur zocken. Einfach mal weiter vorankommen. So. Oh, das war nix. So. Also sobald man nämlich den Stapel da fertig haben. Also es geht halt nur um die Heuballen zu
zu pressen. Also einmal das Feld abräumen und das war's dann für heute an LS. Also mehr wollte ich heute gar nicht auch machen. Weil danach fahren wir noch eine Runde, um sie 2. Allerdings dann bei der Stadt AG. Ich werde mir dann den neuen, eine von den MRN New City Line mal nochmal angucken. Und die stürzt immer ab, das OMSI-Bus. Stürzt bei mir immer ab. Ja, es ist halt nicht ganz ohne. Dafür, dass ich mich nochmal ein bisschen kleinere Tipps da bemüht habe, da bin ich die Grafikkarte noch ein bisschen mehr dezimieren kann, nee, auslassen kann. Und die, selbst bei dem OMSI 2 läuft es. Also, ne, verglichen F1 2021, da hebt der Rechner ab, da wird er richtig schön warm. Und bei OMSI 2, was ich dachte, da schnurrt das Ding. Alles klar, ob je. Ich bin auf jeden Fall jeden Tag im Dezember am Stream. Das kann ich ja zumindest mal sagen. Kleines Mega-Projekt. Und vielleicht, kurzer Cliffhanger. ESO. Kommen noch ein paar. Also, es gibt ein paar Nächte, wo ich auf jeden Fall wieder zocken werde. Alles klar. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Sei, vielleicht bist du ja morgen dabei bei GIF, ne? Am Sonntag. Morgen wird nämlich dann Advent GIFs dann wieder, ne? Hast du schon eins gemacht, ja? Advent? Den ersten leider nicht, weil ich da war. Ich war zu Besuch. Achso. Ah. Ja, ich hab's verpasst. Letzte Woche, deswegen. No. Ich war zu Besuch beim guten Kumpel. Das wollte ich eigentlich, das war eigentlich schon länger geplant. Ich habe gedacht, ich könnte mich abends dann nochmal hinsetzen und, ja. Ach so. Ja. Weil bei Star Trek Online beginnt ja auch schon das Winter Wonderland. Und, ja. Ich bin mal gespannt, was SCS für ein Event rausbringt. Im Winter bin ich mal gespannt. Ja, bin ich auch mal gespannt. Aber die machen das ja dann wieder nur über die Frachtbörse, statt sie das auch mal weiter ausführen würden auf WOT Truck Events halt oder auf die Frachtbörse da. Vor allem mit eigenen Trailern zum Beispiel zu fahren. Das wäre gut. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, weil dauert nur ein LKW durch die Gegend zu fahren. Och, helf mal kurz. Wie nennt man das bei den Amis? Du meinst Solo. Ja. Ganz speziell. Aber nur für die Auftraggeber. Nee, ich meine ohne Anhänger. Es gibt ganz speziellen Satz dafür. Die Ice Road? Nee, warte mal, mir fällt es gleich ein. Lower. Also gleich mal die Ice Road. Nee, das hat Bobtail. Bobtail? Ah, vielleicht haben wir ja hier einen, der gerne ATS das fährt und weiß. Bobtail, doch. Ach, ist Bobtail. ATS muss ich auch noch kaufen, die DLCs, fällt mir gerade ein. Nee, also ATS, ich meine, hey, Leute, nicht falsch verstehen. Ich finde ATS gut, aber Sollte ich von A nach B fahren, wird vielleicht nur das Lenkrad ankommen. Das meine ich wirklich ernst. Ich hab's probiert. Ich habe einen Totalschaden rausgeholt und das war noch bei der Anfangssequenz, ne? Also beim Tutorial. Ich bin bei ATS unfallfrei, komischerweise. Da bin ich unfallfrei. Ich habe keinen Unfall gehabt bis jetzt, nie.
Dann hast du auf jeden Fall einen besseren Vorteil, bessere Fahrt als ich. Ja. Oh, ho, 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 mein Freund. So. So. Aber ich finde, bei ADS so wie die Submaschinenmarken, so wenige. Also, ich fand ja den, ich wollte ja schon immer mal den bei ETS den Ford ab ausprobieren. Aber ja, das sind andere so Kleinigkeiten. Ich soll das als komplette Schrott mal reinmachen, statt nur Mod, ne? Also bei Das wäre Mods auch hast, was. nee, bei Mods hast du eine viel bessere Konto, hast du viel bessere Möglichkeiten, ne? Von der Konfiguration her. Weil, wie gesagt, den MP5, ne, oder den UArcTrust, den Mod habe ich ja runter. Ich müsste eigentlich nur mal bei mir im Modstudio die Datei einfach ändern. Mehr ist das nicht. Aber, naja. Und dann sind halt meine eigenen Trucks erstmal im Vordergrund. Und vor allem, was dann der, was ich dazu sagen möchte, die Standards von den LKWs, die gerne gefahren werden, einfach einen Standard-Skin rauszubringen. Und wenn halt jemand von deinen Skins noch was drauf haben möchte. Oh. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah, da. Oh, falsche Abteilung. Hier rum. Genau, ein bisschen rum. So. Und gib Gas. So. Dann kann ich quasi jetzt mal also Standardversion 3x14 Grasballen, das haben wir jetzt Grasballen, genau. Das haben wir jetzt gemacht, das ist erledigt. Und jetzt kommt 3x14 Heuballen dazu. Dass wir das quasi noch ein bisschen weiter voranbringen. Genau. So. Wenn dann. Genau, da kommt noch einmal Sil, da kommen noch dreimal Silage dazu. Und wenn das dann fertig ist, dann werden wir quasi dann. Also, wie gesagt. Ach, was mache ich denn? Warum schalte ich die Maschine ab? Was mich jetzt noch interessieren würde, und zwar an, was wünscht ihr denn euch für Community-Belohnungen während dem Stream? Das ist, Marcel, das ist auch eine schöne Frage an dich, weil einmal könnt ihr auch Sounds abspielen, es gibt ja auch sehr viele andere Sachen, vielleicht mal mein Gesicht in eine komische Comicfigur umzuwandeln, gibt es ja auch zum Beispiel, aber ja. Mich würde einfach mal interessieren, was denn ihr da so für schöne, ja, Gadgets, Witze, also vor allem wollt ihr mal einen Witzebot haben, weil dann bin ich ja auch noch am, dass halt ein bisschen mehr die Zuschauerinteraktion mehr sind und vor allem ein bisschen, ja, im Alltag. Einfach ein bisschen mehr rauskommen. So, ganz kurz. Okay. So. Also das ist so. Ja, ich werde da auch mal im Chat mal noch eine kleine Umfrage machen. Ich weiß, der ein oder andere hat sich mal zwischendurch mal belohnt oder überlegt sich einfach mal. Oder ich würde gerne einen extra Button machen, für einen LKW einfach zu fahren. Ich meine, gut, als Speditionsleiter habe ich sowieso viele LKW zu. Naja, nicht zu viele, aber viele zur Auswahl. Wenn du da so eins machst, Ja, schon. ich könnte dir ein Bild dann schicken vor einem Soul Truck.
Nee, ich meine, guck mal, wenn du unten jetzt auf diese, auf die Kanalbelohnungen klickst, ja, da hast du ja die Möglichkeit, quasi die Sounds da einzulösen. Auf der einen Seite ist mir ja, sagen wir mal, 10.000 Weintrauben und für den, was ihr halt als nächstes, oder was ich mal als nächstes streamen soll, ja. Das wäre ja auch eine schöne Herausforderung für die Community. Einfach mal ein anderes Game vorzuschlagen. Sonst habe ich immer so meine Simulatoren unter der Woche. Das ratter ich ja alles durch. Ja. Und die VODs, die ja, schneiden. Das ist nämlich das auch, was ich mir dadurch ein bisschen erhoffe, jemanden kennenzulernen, der vielleicht als Moderator Lust hat, einfach ein bisschen Video zu schneiden. Weil ich habe dann eher nicht so die besten Erfahrungen. Vor allem, ne, die Titel, ich meine, man sieht es ja auch im VMR DLC, was ich mal testerweise mal zusammen habe, um was es da geht. Das war ja, hey, das sind ja Aufrufe gekommen ohne Ende, ey. Also, hallo die Walfi. Hat ja auch wirklich Spaß gemacht. Aber den Content so zu treffen, dass man sagt, yo, das passt rein. Ja. Das ist halt so. So, da fahren wir nicht durch. Das Thema, das zum Thema, da ich versucht habe, mal die Straße da zu reparieren, versuchte. Ich meine, es ist halt immer die Sache, was möchtest du? Was jetzt ist halt momentan, ich bin zufrieden mit den ganzen, mit den Streams, die ich da habe. Das Equipment. Ich habe die Technik. Jetzt möchte ich quasi zusehen, dass die Zuschauer, die Community quasi jetzt erstmal was davon hat. Weil für auch die, wo jetzt länger bei mir als Sub drin sind, die sollen ja auch mal noch ein bald neues Emote daneben bekommen. Deswegen möchte ich ja jetzt auch erstmal ein bisschen Dezember ein paar Ideen sammeln. Und dann schauen wir mal. Bisschen weiter vorankommen. So. Oh, die Klingel ist aus. Oh. Welche Klingel? Ach so, gestern Abend, oder besser gesagt, gestern, wo wir aufgehört haben zu streamen, habt ihr ja noch mitbekommen, dass bei Trend Live noch ein Update rausgekommen ist. Das möchte ich natürlich mit euch heute auch nochmal, oder mal gucken, das auch nochmal kurz an. Nicht, dass da ein neuer, was Neues erschien, neues DLC erschienen ist. Mal gucken, was da ist. Ich habe ja letzte Woche Tasse bestellt, ne, von Amazon. Okay. Da steht drauf, Enkelfahrer, wenn ich einen Papa berufen wollte, hätte, wäre ich Disponent geworden. Kurzer Spruch war. Ja. Naja. Ja, ist auch was schön. Ist ja auch schön. So, genau, dann machen wir es kurz nochmal runter. Schauen wir einfach mal. Psst. So. Weil ich habe nämlich auch mal wieder Lust, ein bisschen ESO weiterzumachen. Der Elder Scrolls Online. Na, mal gucken. Jo. So ist es halt. So ist halt das Schöne.
So. Zum Discord noch ein bisschen was gucken. Läuft. Jetzt. Perfekt. So. Bin ich aber gerade noch mal gespannt, wer denn auf Twitch dann auch online ist. Spionieren wir mal ein bisschen wieder. Oh, Sieber an Aviation Friends Simulator ist wieder online. ATC Nachmittag in Düsseldorf. Hui, schön. Da kann ich euch auch noch empfehlen, wenn ihr mal Lust habt, ein bisschen die Flugsimulation zu haben, dann könnt ihr mal bei ihm vorbeikommen. Bei ihm vorbeischauen. Weil spätestens auch nächste Woche, wenn alles klappt, ich kann es nicht versprechen, aber da hatte ich auch mal wieder den ganzen Tag einfach ein bisschen zu fliegen. Zwar kein Langstreckenflug, aber ein bisschen hier mit der Beach Baron, FS9er. Einfach ein bisschen schön oldschool. Mit der FFA da in der Airline, wo ich mit drin bin. Aber es wird nämlich auch mal Zeit. Muss natürlich auch erstmal die ganzen Sachen mit updaten. Das dauert natürlich auch so seine Zeit. Aber ja. VFA intern. Einfach ein bisschen mal rumzufliegen. So. Macht ja auch richtig Spaß. Auch da hat es nämlich ein bisschen was getan. Ich lese halt alles ein bisschen mit. Also. So. Warst du wieder mit dem Mercedes unterwegs? Wann denn? Nee, ich war jetzt. Nee, ich. Über Facebook gelesen nur. Nee, das war. Ach, das waren so ehemalige Bilder, die ich im Screenshot einfach aufgenommen habe. Und da waren ein paar tolle dabei. Weil auf der anderen Festplatte, die mir kaputt gegangen ist, hatte ich fast über 600 Bilder mit dem LKW. Und dann habe ich sie ein bisschen anders da retten. Also ich habe sie versucht zu retten, aber ja. Okay. Ja. Einfach nur gewundert, weil da stand doch irgendwie Touren und so weiter, da habe ich gewundert, hä? Wie der Mercedes A-Cross? Na. Also, ich bin momentan noch mit dem Scania unterwegs. Also, aktuell zwar nicht, aber noch zugewiesen mit von ihm. Weil der kriegt nämlich noch eine. Der kriegt noch eine andere Front gebaut. Also es wird halt. Es geht nächstes Jahr auf ein Jubiläum zu. Ja. 2023, ja. Und wie alt wird deine Spedition? Ja, 2014. Wir haben jetzt 6, 8, 9 Jahre.
Boah, länger als meine. Also ich kann da Also schon mein. ein paar schöne Stories erzählen. Ja, man hat mal viel experimentiert mit den virtuellen Verwaltungssysteme, bevor ich mir über die Excel was Eigenes aufgebaut habe. Ich meine, du kannst da zwar davon nicht viel machen oder den Erfahrungen nicht wirklich Belohnung geben, aber die Struggles, mir geht es ja eigentlich nur um die Gemeinschaft, um ja, das Tuning. Das Tuning. Meine Spedition gibt es seit 2010, fällt mir gerade ein. Ja, ich habe auch noch kein. So, ich war halt nur am Fahren. So großartig Event oder so. Hatte ich nicht gehabt. So. Ja, komm, das muss lang. Ich glaube, einer hat mich mal gefragt, wieso ist der 1010er Kennzeichen dran auch unter 1010 mit das RG. Hat glaube mal einer gefragt. Da hat gesagt, das Kind halt aus von meinem Vater und das Jahr war starb. Als Quinto. So. Jetzt haben wir natürlich die Ballenpresse. Halt, Monat. Aber schade, dass man jetzt den Trailer auch machen kann. Eigene Nummer hinter dran. Ja, das stimmt, das stimmt. Das finde ich schade ein bisschen. Weil das wäre auch sinnvoll mit eigener Nummer. Aber es ist eine Einheit. Ja, das stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ab und zu sind ein paar schöne, wie ich finde, zu. Naja. Einfach ein paar sehr seltene da einfach dabei. Ach, wie soll ich sagen? So, wenn du draußen bist und du siehst einfach mal ein Kennzeichen von KA und hat einfach ein TE am Ende, dann denkst du auf, Kate zum Beispiel. Ja, oder, ja, sowas. Ja, wäre ja nicht schlimm. So, wo fahre ich denn eigentlich hin? Ich habe ja eigentlich nichts in der Richtung zu suchen. Ah, und runter damit. Mal ist eine andere Frage. Wenn man so viel Abonnenten hat, verdient man hier gut oder nicht so? Das geht mir nicht um das Verdienen. Ich meine, weißt du, wenn du alle 2 Monate kriege ich eine Auszahlung von $50. Das haben sie auch so hingesetzt, das ist ja kein Geheimnis. Ja. Aber mir geht es eher darum, die Funktion dazu benutzen. Ne? Die Subs, die bei mir sind, die. Oder besser gesagt, ich fange mal so an. Wir sind die Emotes, dass er. Finde ich sehr wichtig. Eigene Emotes einfach deine Community bereitzustellen. Du kannst sie sogar mit auf Discord rübernehmen, die dazu zu benutzen. Darum geht es mir eigentlich quasi, ja. Ich meine, mit. Stream ist schön, ist eine Unterhaltung. Zumindest biete ich das, sehe ich das so. Du kannst allerdings auch, dadurch auch sehr viel Geld verdienen, aber da kannst du. Naja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Red mal, wenn du 1000 oder mehr hast. Oder 2000 Follower hast. Und wenn die 2000 Follower dir jedes Mal noch einen Sub da lassen, dann kannst du drüber reden. Aber du musst auch aufpassen, dass es mit dem Starter auch über. Keine Probleme gibt, ne? Weil wenn du zum Beispiel über 500 Zuschauer hast, da meldet sich schon die GEMA und sagt, hallo, da ist was wegen Zuschauerrechte oder. Ne? Ich hab da schon einiges gehört. Ah, okay. Ich kann nicht, will auch nicht groß damit eigentlich, ich will damit eigentlich nichts verdienen. Aber.
Ich meine, mich interessiert die Technik, ja, was du mit OBS alles anfangen kannst. Deswegen habe ich auch versucht, mal über einen Tastendruck quasi als Zuschauerbelohnung einfach so einen Zoom ranzusetzen oder. Aber es hat auch nicht so wirklich funktioniert. Mir war dann erstmal, also mir war, oder ist jetzt auch an dem Punkt erstmal wichtig, dass das mit dem Spinrad funktioniert, die Zuschauerbelohnung, dass das da quasi funktioniert. Weil ich wollte ja auch das Carpaccia drin haben, ja. Wenn das hier ein paar Emotes durch die Gegend einfach fliegen, das funktioniert bei dem normalen Profil, das was ich habe. Bei Weihnachtsprofil, ja, dann wenn man ein bisschen was hat, aber so. Großartig, ja. So, was fahren wir einmal hier drum? Einsammeln. Diese Richtung. Und vor allem ist es ja auch erstmal wichtig, mir den Content da, also vielleicht das, was ich im Stream da halt machen möchte, weiter zu verbessern, ne? Die Themen, was mir wichtig sind, oder die Themen über das, was wir halt reden möchten, oder im Multiplayer zum Beispiel, weißt du, das ist halt so, jetzt hier im Singleplayer, was das halt betrifft, beim LS, ja, das Projekt, was ich da mache, ist halt viel experimentell einfach drin. Klar könnte ich sagen, jo, ich könnte einen Abfahrer brauchen und quasi die gewisse Rechte halt einfach machen, aber da kommt schon wieder der eigene Ego durch. Wenn es so ein paar Leute hast mit so kleineren Projekten, vor allem was ich die Situation bei den Survival Games einfach besser finde, ja, wenn du da abends ein paar Leute hast in der Woche, du kannst halt ein bisschen zocken, weil wie gesagt, wenn du heute Abend die Basis siehst, sie hat sich ein bisschen verändert. Ich hoffe, dass da, wenn Manu nachher noch auch Bock hat, mitmachen will. Also momentan ist es so Survival Games, Multiplayer, da bin ich eher mit drin. Aber was jetzt so, ja, solche experimentelle Sachen zu tun hat, ja, ist halt ein bisschen verzwickt, weil wie gesagt, hast du einen, der zerstört dann deine Farm, dann war die ganze Arbeit, die du da rein investiert hast, quasi umsonst. Es soll Spaß machen, ja, das weiß ich. Aber ja, es kommt halt drauf an. So, ich denke, da machen wir mal ein bisschen was. Ich glaube, das ist doch eine schönere Stimmung, ne? Eine viel schönere Stimmung. Stay. So, das halten wir mal kurz an. Hauen den mal hinten kurz raus. Weiterfahren. Oh, Herr Narox, da fährt mal wieder um sie zwei.
Ja. Marcel, was wünschst du denn eigentlich zu Weihnachten? Ich sag mal, fällt momentan nichts ein, was ich so wünsche. Ja. Eine schöne, gemütliche Runde. Ich bin ja für alles offen, ne? Für alles. Bin für alles offen von daher. Ich mal, also ja, gemütlich schöne Runde zum Talken. Gemütliche Runde zum Zusammensitzen. Weil morgen, also Kelly und ich, wir wollen morgen versuchen, unser erstes gemeinsames Brot zu backen. Was für ein Brot gibt es denn? Ja, es wird so Weizenbrot wird es quasi. Aber erstmal gucken, ob das auch funktioniert. Okay. Und, ja. Ich bin mal gespannt, weil die Zutaten, da brauchst du nicht viel. Und wenn es funktioniert. Das so. Naja, du kannst. Ja, wenn du so einen Teig hast, ich meine, wir haben 500 Gramm Mehl, was wir da benutzen, verstehe ich. Aber wenn du dir auch zu morgens deine eigenen Brötchen zum Beispiel backen tust, wir wollen ja, dank durch den Knutzte, haben wir auch so ein tolles Rezept, was Cookies betrifft. Und, ja. Das Problem ist, denn der Raum da drüben. Der ist zum Zeigen ja nicht wirklich ansehbar. es ist ein bisschen wüst. Weil ansonsten würde ich nämlich meinen Laptop einfach neben drüben hinstellen, die Webcam dazu und dann können wir sogar noch ein bisschen nebenbei noch ein bisschen schnacken. Aber ja. Er ist halt nicht zeigbar. Noch nicht. Oh, mein Magen knurrt, der hat auch schon wieder Hunger. Ei, ei, ei. Oh, da seht ihr das. Hat er jetzt gerade im Stream mitbekommen, hat er, ich moin sagte. Der Juckel. Kleinen Moment. Kurz zum Schutz mal. Einfach mal kurz den Chat dann nochmal reingejagt. So. Was ist jetzt das Bearbeiten-Mod oder was? Hä? So. Wie viel haben wir drauf? Ach, kommt dann raus mit dem Ganzen. Zwei Stück sogar, perfekt. Das ist schön. So, Ballenpressen fertig. Da fahren wir so vorne hin. Dann können wir nämlich quasi dann endlich mal die erste Fuhre reinfahren. Schön. Das gefällt mir.
Müsste auch wirklich gucken. Ich meine, wenn wir hier noch ein kleines Ecken die Bäume wegmachen würden, wir würden einfach einen kleinen Unterstand hier hinstellen. Dann wäre das ja auch alles kein Problem. So, warte mal. Können wir weiter nach vorne hinstellen. Achso, hier haben wir noch Wasser. Ist ja egal. Oder? Nehmen wir so noch mit. Die paar Meter da. Wo muss ich das denn bearbeiten, im Mod? Was denn? Ich hab mir von 3D World so kostenlos für den Arktros Gitter geholt, ne? Okay. Und muss ich das bearbeiten oder bin ich komplett baller Also, baller? wenn du wirklich irgendwas bearbeiten willst, empfehle ich dir wirklich das Blender-Programm und ETS2 Mod Studio. Da hast du nämlich wirklich keine Probleme. Dann hast du möglichst, weil nach dem neuen, also nach dem, was ich jetzt weiß, gehst du über die einzelnen Punkte, wenn du was scannen willst oder so, da wird er direkt angezeigt, wo was ist. Also, ist gar nicht so schlecht. So, aber ich glaube, das reicht mal, weil er nicht mal die Ernte einfahren. So. So. Abkoppeln. Halt, abkoppeln möchte ich. So. Zusammen. Ladewagen. So, ich habe ja schon öfters mal gesagt, ich wollte ja noch eine Modliste weiterführend, also weiter aufbauen. Da bin ich auch noch dabei, aber wie gesagt, es wird alles nach und nach halt ein bisschen kommen. Dann können wir anfangen. Dann erst der 14er Stapel dann mit reinzuholen. So. Da, 253, ne? Geht nicht wieder her. Jetzt bin ich so sehr auf dieses Produzieren von der Balle beschäftigt, obwohl ich dann noch irgendwas selber im Kopf habe, was ich noch brauche. Naja, jetzt machen wir erstmal die Arbeit. Das Shoppen können wir ja mal nachher noch machen. Das ist ja kein Problem. Ja, das ist mal so. So. Apropos, Marcel, du könntest mal eins ausprobieren. Du kannst mal in den Chat das Spiel ausprobieren. Bingo. Ausrufezeichen Bingo. Mal gucken, was da kommt. Jo, mache ich, ne? Irgendwas ist jetzt Bingo schalten, oder? Genau, Ausrufezeichen Bingo. Groß oder klein? Großbuchstaben, also nur das B groß, der Rest klein.
Was habe ich verteilt? Was? Verwendung, Gewinn. Switchblade. Was ist das? Ah, das sind diese. Okay, so sieht's also aus. Ah, nee, ich weiß, das ist das eigentlich, was ich erwartet hatte. Ja, das ist, wenn der denn nämlich antwortet, dass da halt ein paar mehrere mitmachen können. Weil ich habe drei Auswahl. Also Bingo All. Ja. Weil eigentlich ist es wie der Automat, wenn du Ausrufezeichen Slots eingibst. Ein Spielautomat quasi. Ja. Oder Roulette zum Beispiel, ne? Dass da halt so, Roulette hat gestartet, 60 Sekunden, wer macht mit? Oder Ausrufezeichen heißt Banküberfall, ne? Also ein virtueller halt, knar. Dass wir halt da ein bisschen was machen können. Wer macht halt da mit? Das sind nämlich die Kleinen. Nur die Wurst hat zwei, genau, mein Schatz. So. Jetzt müssen wir nämlich mal gucken. Wo ist er stehen geblieben? Ich bin komplett blöd. Jetzt suche ich gerade den Ort nach, wo hast du das abgelegt? So. Das machen wir auch. Gute Frage, nächste Frage, wo war das jetzt gespeichert? Oh. Naja. Kann man zwar so machen. Mal versuchen. Kann man zwar machen, bin aber nicht so wirklich ein Fan davon. Naja. Oh, ist es süß, das Tier. Das Reh? Ja, Oh. ich finde die goldig. Sind halt manche so reingesprungen. Ins Fahrzeug, das meinte ich. Hat einfach so reingesprungen. So. Weitermachen. Anekdote.
Wird erst geklopft. Keine Ahnung. Ah, ich glaube, dass wir nochmal 14 rausbekommen. Soll ich diese Frage beantworten mit dem neuen Monitor, wo ich hab? Hä? Ach. Das ist bestimmt wieder nur so eine Rückmeldung. Wie zufrieden du mit deinen Produkten da bist oder mit dem Produkt da bist, wenn es von Amazon ist. So. Na gut, 12 lange doch. Passt doch. Ah jo, wunderbar, dann können wir das doch gerade so stehen lassen. Moment, da ist noch einer. Keine Lust. Geil. Hab mich voll vertan, wir kriegen die 14 voll. Ich hab nämlich noch einer gesehen. Da ist er nämlich versteckt im Gebüsch. Genau da. Kleiner Schlingel da, ey. Sich verzsch. Wunderbar. Gut, dann haben wir unser Soll für heute eigentlich quasi erledigt, weil Landwirtschaft betrifft. Schön. Jetzt brauchen wir noch einmal zu mähen, so das Heu zu wenden, also das Gras zu Heu zu wenden. Und dann wären wir eigentlich schon tutti completti. Weil dann kann nämlich sein, dass wir nämlich dann noch das Feld da ernten müssen, unser Feld, also die zwei Felder mit Sonnenblumen, da noch hinten das Gras. Dann hätten wir das quasi Ganze schon erledigt. Schön. Das gefällt mir. Kurz. So. Jetzt sind wir weg. Was schon wieder für ein Problem? Ich habe nur die Ekelschild da reingemacht. Ne? Und ich habe ein Mod aktiv, wo mit die Wimpel losgekauft habe, ne? Ja. Für das Game. Wo ich das Schild jetzt aktiviere. Das sind die Wimpels weg. Ah, muss schon ein bisschen aufpassen. Das ist doch ein Witz. Ich finde es ein bisschen eine Frischheit. Das ist ein bisschen... Warte mal, bis es da fertig ist.
fahren wir gerade noch das Fahrzeug da zurück. Weil wenn es dann nämlich mit dem Ballenlader besser ist, mit dem Mod, also den Autoload, kann man das ein bisschen besser zurecht platzieren. Obwohl es mir da so lieber ist, aber man muss die Effizienz einfach oder das Arbeiten besser sein als die Qualität, ne? Oh, nein, Schatz. So. So, koppeln wir mal ab. So. Ganz kurz noch die Tiere, die sind nämlich wichtig. Das reicht. Gut. Dann einmal zurück zum Hof. So. Ich hoffe auch, ihr habt einen schönen Samstag. Bis jetzt. Mir ist auf nämlich jeden Fall schön chillig hier. Ein bisschen die Aufgaben nachmachen. Aber könnt ihr auf jeden Fall mir am 7. Daumen drücken, dass das bei Lidl klappt. Weil dann habe ich nämlich auch einer meiner Ziele fertig. Und dann heißt es natürlich auch erstmal durchhalten. Ich muss da wenigstens keinen Feiertag mehr arbeiten. Aha. So. Jetzt natürlich noch schnell holen wir einfach mal schnell die Paletten darunter. Oh, passt. So. Dann haben wir das. Da können wir abspeichern. Schön. Jason, moin moin. Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen. Na?